meinem YouTube-Kanal Martina Dasafa. Heute zeige ich euch ganz kurz, wie man aus einem Geldautomaten, der nicht auf Deutsch umzustellen ist, sein Geld rausbekommt, wie das funktioniert. Also ich weiß auf jeden Fall, die roten Geldautomaten, die lassen sich nicht umstellen, aber das ist dann mit der Zeit auch kein Problem mehr. Und ich habe das ein bisschen old-fashioned gemacht, sieht ein bisschen aus wie ein Zeichentrickfilm, aber ich hoffe, dass ihr es trotzdem versteht, wie das dann funktioniert. Also wenn ihr eure Bankkarte in diesen Geldautomaten reingeschoben habt, dann erscheint als erstes ein Fenster mit Lütfen, Schifrenisi, Girinisch. Da müsst ihr die Geheimzahl eintippen und mit der grünen Taste dann bestätigen. Als nächstes erscheint ein Fenster, da werdet ihr gefragt, ob ihr eine Quittung haben möchtet oder nicht. Und unten steht dann Evet für Ja oder Nein. Und die Quittung kommt dann ganz oben auf der rechten Seite später raus, wenn euer Vorgang beendet ist. Auf der nächsten Seite steht der oberste Para-Checkme, das heißt Bargeld abheben. Die anderen könnte ich euch auch noch erklären, aber da sind dann Überweisungen zu machen und sowas und das braucht man in der Regel nicht. Also dann klickt ihr hier oben auf dieses Para-Checkme und dann erscheint wieder ganz oben in der Ecke euer Konto mit eurem Guthaben, was ihr drauf habt. Und da klickt ihr dann als nächstes drauf. Und das nächste Fenster, dann stehen da verschiedene Lira-Beträge, die ihr abholen wollt. Und hier unten steht noch das Schildchen mit sonstigen, wenn ihr einen höheren Betrag abheben wollt. Wenn ihr darauf gebt, tippt ihr eben über die Tastatur den Betrag ein, den ihr haben wollt. Und das war's eigentlich schon, wie der Bankautomat funktioniert. Also Betrag eingeben und dann eben auf OK und dann bestätigen. Und dann oben nachher zum Schluss, wenn ihr eure Quittung haben wolltet, wenn ihr auf Evet gedrückt habt, natürlich auch oben die Quittung dann mitnehmen und nicht stecken lassen. So, das war es auch heute schon wieder von mir. Es war ein kurzes Video, aber ich werde immer wieder gefragt, wie man eben bei der Ziraatbank oder bei der AK-Bank aus dem Geldautomaten das Geld rauskriegt. Man kriegt pro Tag 1500 Tele auf jeden Fall gebührenfrei. Man kann pro Tag aus dem Automaten bis zu 2000 Tele rausholen. Dann muss man allerdings eine Gebühr zahlen. Das wird einem aber dann angezeigt, wie hoch die Gebühr ist. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Wer weitere Videos sehen will, abonniert bitte meinen Kanal. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Passt auf euch auf. Kendini, ihr Back. Tschüss.